Willkommen zurück auf meinem Kanal zu Subnautica. Wir sind immer noch im Wrack der Aurora. Da haben wir uns gestern durchgewurschtelt sozusagen und sind jetzt hier im Krebsdeck. Und vom Krebsdeck aus soll es in die Kommandantenkajüte gehen sozusagen. Gut, da müssen wir irgendwo hin, wahrscheinlich dort irgendwo hinter den Flammen. Ich habe gesehen, dass meine Nahrung etwas abgenommen hat und deshalb werden wir mal einen so einen Nahrungsblock zu uns nehmen. Einen Schluck Wasser und dann geht es auch schon weiter. Ich neige dazu, erstmal herunter zu springen. Ich gucke bloß, ob ich irgendwie dann hier problemlos wieder rauskomme. Denn das wäre ja ziemlich blöd, wenn das nie der Fall wäre. Und dann gucken wir uns an, was es hier oben noch zu sehen gibt. Ja. Gut, da hinten blitzt es und zischelt es. Das ist nicht so gut. Wo hast denn die Lampe? Ja, hier ist allerdings auch nichts, was uns vom Hocker reißt. Da geht's weiter. Oh, ne, da willst du nie hin. Das tut bestimmt weh. Kann man das irgendwie auch reparieren? Was sind das für Dinge? Da kommst du auch nie weiter. Tja. Gut, hier unten ist erstmal nichts, stelle ich fest. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier irgendwie wieder rauskommen. Das ist das spannendere Thema. Ja, sind wir draußen. Wunderbar. Gut, wie viele Feuerlöcher haben wir noch? Wir haben nur den einen Feuerlöscher. Das ist natürlich ein bisschen arg mau. Da muss ich mir gut überlegen, wo wir lang gehen. Und dann neige ich dazu, mir mit der Schubkanone da drüben den Weg frei zu machen. Gucken wir, ob ich hier hinterkomme. Was war das gerade? Ah, da war ein Hinweis, dass ich ein bestimmtes Instrument nutzen sollte, oder? Ah ja, genau, hier der Scanner. Krebsfragment, ja, machen wir. Klingklong. Krebs-Exoskelett Modell 3. Gehen wir hier rüber erstmal. Und dann guck dir mal an, was das jetzt ist. Warte mal. Da ist der Hintergrund besser. Ei, das sieht ja auch schick aus. Kann man das bauen? Der Krebs erhüllt dich ein. Der Krebs isoliert vollständig von der äußeren Umgebung. Leistungsstarke hydraulische Gliedmaßen ermöglichen Umgang mit Objekten und die maschinengetriebene Bewegung im Einsatzgebiet. Heckdüsen bieten Manövrierfähigkeit in Umgebungen mit geringer Schwerkraft und zur Erleichterung der Ressourcengewinnung unter fortgeschrittenen Erkundungen sind eine Reihe von Modifikationen verfügbar. Klingt spannend. Können wir aber noch nicht bauen. Jetzt ist die Frage, liegt da hinten noch mehr? Da kommen wir nicht hoch. Zum Glück sind wir jetzt auch noch nicht verbrannt. Können wir hier da drauf rumlaufen? Nee, nie ins Feuer. Genau, das wollte ich. Nee, hier kannst du nichts machen. Kommst du an der Leiter hoch? Vermutlich auch nicht. Naja, mach mal keine Experimente hier. Ich probier's mal hier drüben, denke ich. Dann gib mir mal die Schubkanone. Reparaturwerkzeug. Ach, hier oben. Oh, die ist aber auch schon ganz schön weit abgenutzt. Klong, klong, klong. Und weg war's. Flom, rein ins Wasser. Weiß ich nicht, ob das jetzt gut war.
Weil ich nicht weiß, ob es da unten vielleicht doch noch irgendwas gibt, was wir machen wollen. Klong. Und stört uns das? Weiß ich nicht. Stört uns gar nicht. Dann räumen sie weg. Na, wahrscheinlich gibt es ja verschiedene Alternativen. Das ist da auch noch ein Exoskelett. Kann man das scannen? Muss ich da erst das Feuer löschen? Na, wahrscheinlich gibt es die Möglichkeit, einmal über die Treppe das Feuer zu löschen und einmal über die den Weg, wie wir es gemacht haben, mit der Schubkanone. Ja, gehen wir erstmal weiter. Da werden wir nämlich mal sehen. Hier können wir den Feuerlöscher besser gebrauchen. Was hast du hier? Nährstoffblock. Passt. Können wir gebrauchen. Wasser ist auch eine gute Sache. Das sind leere Trinkbecher. Und hier ist nichts weiter. Gut. Passt. Wie viel Platz hast du noch? Oh. Na gut, das Trinken ist ja jederzeit möglich. Na gut, müssen wir sehen, wie wir jetzt zurechtkommen. Wollen wir hier reingehen? Ah, ein bisschen Lust hätte ich schon drauf. Was ist das? Die Kantine? Da gibt es vielleicht noch mehr zu essen. Hm. Gut. Ich probiere es mal hier vorne, ob ich reinkomme, ohne mir großartig die Finger zu verbrennen. Da hinten ist ein Poster, das hätte ich natürlich schon gerne, ne? Nee, falsch, nicht. Nicht den Feuerlöscher benutzen, wenn du ihn gar nicht brauchst. Ich wollte gucken, ob ich das scannen kann. Einzelwandregal. Kann ja wieder bloß ein Bauplan sein, so wie ich das einschätze. Irgendwo hier unten. Ach ja, ganz unten bei der als sonstiges. Schön. An die Tür kommen ja noch. Siehst du, es liegt sogar ein PDA. Tagesmenü. Was haben wir denn hier hoch? Wieso ist uns runtergescrollt? Vorspeise, Raumbärchensoße. Klingt lustig. Hauptgericht, Cottage Pie oder Nahrungsblock. Hm, ist sehr lecker. Und Dessert, Trockenobst und Nüsse. Okay, gut. Lecker. Feuerlöscher, schön. Das Poster nehmen wir natürlich auch mit. Und damit ist es inventarvoll, richtig? Unglaublich, wie schnell das geht. Da hinten scheint aber auch nichts weiter zu sein. So dass ich mir nicht die Mühe mache, hier irgendein Feuer zu löschen. Außer ich komme jetzt nicht hier rüber. Doch. Denn ich glaube, hier zwischen war jetzt nichts mehr versteckt. Das Feuer, hoffe ich mal, brauchen wir auch nicht lösen. So, jetzt muss ich mich entscheiden, rechts oder links lang. Kabine 7. Kabine 1, das ist die vom Chef, vom Großen. Kabine 3, gehen wir erstmal hier rein. Einzelbett kann man scannen, passt. Blueprint acquired.
Da kann man sich richtig schön einrichten in der Basis, ne? Auch wenn man das Bett wahrscheinlich nicht braucht. Krebsposter. Okay, ich hab's schon kapiert. Wir haben Reisetasche, Inventar voll. Bank. Dann scannen wir zumindest erstmal, was zu scannen geht. Das Poster nehme ich mit. Noch eine Vorrat ansehen. Leer. Vorrat ist leer. Na sowas. Reisetasche, Inventar voll. Schlecht. Gefiltertes Wasser, Inventar voll. Ja gut, wenn wir so gut unterwegs sind, dass wir alles schon haben. Notfalls muss ich halt nochmal herkommen. Ein Wasser können wir trinken. Frage ist, was ist das Vorrat? Reisetasche. Reisetasche kann ich nie nehmen. Ist das mit Vorrat voll oder nie voll? Gut, dann Wasser. Achso, das gefilterte Wasser und desinfiziertes das Wasser. Ah, ja, ich verstehe. Das hier, dass es bloß gefiltert ist. Na gut, das Poster müssen wir mitnehmen. Das lassen wir nie liegen. Sehr schön. Was war da oben noch? Ne, gut, nix. Gut, hier rein wollen wir auf jeden Fall. Das müsste dann hier bei den. Bei der Datenbank. Kurz und Hinweise. 2679. Gucken wir mal, ob das passt. Passt nie. Was haben wir noch? Laborzugang. Den hatten wir schon genutzt, meines Wissens. Und den Frachtraumzugangscode haben wir auch schon genutzt. Okay. Ach so, eine Sicherheitskonsole im Quartier des Kapitäns. Da ist das gar nicht das Quartier des Kapitäns, oder wir brauchen noch irgendwo einen Zugangscode. Oh, da blitzt es schon wieder. Da hinten ist noch was. Kapitänsquartier. Ah, da müssen wir hin. Wir können ja mal. Ist das das Reparaturwerkzeug? Ach, man kann einfach drunter durchlaufen, na toll. Die Kabine ist zu. Die auch. Was war's? 2679? 2679. Passt. Moin, Captain. Logbuch des Kapitäns. Was verrät uns das Logbuch des Kapitäns? Craig McGill Simulator. Captain Hotdog Hollister. Karte 9. Karte Boreal 9, okay. Okay. Absurd. Da gibt es nochmal ein Poster, wenn ich das richtig sehe. Double Bed. Schick. So. Das Aurora-Poster hätte ich schon gern. Aurora-Miniatur. Oh, da gibt es so viele tolle Sachen. Da müssen wir noch mal reinkommen. Integrating new PDA data. Aha, Neptun-Rettungsrakete. Gut, Zeitkapsel. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Also, nochmal, Neptun-Rettungsrakete. Dieser Satz von Bauplänen wurde von der Altera-Zentrale speziell dafür entwickelt, dich von 4546B weg und zurück zum nächsten Phasentor zu bringen. Das ist aber schön.
Die Steuerung erfolgt über KI. Sie können angepasst werden, um jede verfügbare Energiequelle zu verwenden, aber es wird eine Menge davon benötigt. Die Baupläne enthalten 5 Elemente, die unabhängig voneinander konstruiert werden können und wahrscheinlich auch müssen. Startplattform, Versorgungsplattform, Haupttriebwerk, Reservetank, Cockpit. Einrichtungen, alles klar, Warnung. Die Bord-KI wird das Triebwerk nicht starten, wenn Bedrohungen in der Nähe festgestellt werden. Aha. Die Verwendung von fremden Materialien als Fahrzeugantrieb kann seine Reichweite auf unvorhersehbare Weise vergrößern. Ui. Dann fliegen wir irgendwo hin. Gut, Betriebsausrüstung. Was ist Ausrüstung? Zeitkapsel. Die robusten Behälter sind so konzipiert, dass sie neben einer Reihe von Kleinteilen auch schriftliche und fotografische Nachweise für die spätere Entnahme aufbewahren. Zeitkapseln werden oft von einsamen Überlebenden hergestellt, die entweder diejenigen unterstützen wollen, die sich in der Zukunft in der gleichen Lage befinden, oder aber Beweise ihrer Notlage hinterlassen möchten. Ach stimmt, da hatte mir doch auch ein fleißiger Kommentarschreiber geschrieben, dass die Zeitkapsel, hat man einmal eine gefunden, ganz am Anfang, 2., 3. Folge, keine Ahnung. Doch, ich erinnere mich. Ah ja. Gut, Zeitkapsel. Dann gucken wir nochmal die Betriebsprotokolle an. Terra-Zentrale, letzte Übertragung. Average long-range transmission delay, 8 hours. Opening last recorded transmissions. This is an emergency distress call. Aurora is on collision course with planet 4546B. Sending all available environmental data. Please respond. Okay, das heißt, wir haben hier die von Altera die Baupläne für die Neptun-Rettungsrakete bekommen. Und die haben wir jetzt. Mal schauen. Neptun-Startplattform. Da haben wir sie. Die müssen wir bauen. Titan bauen. Okay, die können wir organisieren. Blei haben wir schon einiges gefunden. Computerchip. Das passt, also da können wir dann anfangen mit konstruieren, braucht man halt das ganze Material dafür. Das wird wahrscheinlich unser Ziel sein, oder? Die Neptun-Rettungsrakete bauen. Gut, passt. Wandregal. Was man nicht so alles scannen kann. Schön. Gut, das Ding würde ich gerne mitnehmen. Die Datenkonsole, die Daten haben wir runtergeladen. Und jetzt muss ich bloß mal sehen, dass wir hier irgendwie unser Inventar wieder ein bisschen frei bekommen. Dann trinken wir erstmal das Wasser, damit ich das Ding mitnehmen kann. Ein Modell der Aurora. Schick. Das Poster haben wir noch nie. Aber ich will jetzt auch nie unbedingt sinnloserweise was essen. Weil die Nährstoffblöcke schon sehr wertvoll sind. Und Batterien haben wir eine ganze Menge. Titan, ich könnte Titan rausschmeißen, das kriegt man auch an jeder Ecke. So, passt. Gut, haben wir soweit alles hier an dieser Stelle. Gehe ich hier wieder zurück und hoffe, dass ich keine Gefahr kriege. Tja, wie kriegt man die Kabine auf? Müsste man den Code können. Okay. Konnte ja sein, dass es klappt. Was haben sie hier noch? Was haben wir hier? Ach so, die Reisetaschen. Da müssen wir also so oder so nochmal herkommen. Kabine 4. Da liegt auch nochmal ein Datenpad. Auch ein Poster. Ah, ich sehe schon. Ja. Holen wir uns ein andermal. Listen, I know I don't have the right to make demands of you, but I need you to understand that I want to change our arrangement. I hear what you're saying and I will try to respect it. How would you like to change it? I would like to reduce our contact hours. How much further can we do that? To 0. You're dumping me. I'm changing the terms of our relationship. How is it still a relationship if we don't see each other? It's a relationship of a kind. You have so many expectations. Wobei, noch haben wir Titan, was wir wegschmeißen können. Dumb robot suit. That's not a feeling.
it's a judgment. And I feel Kabine hostility 7. In what you're saying. Perhaps your jealousy is a sign that you need to take a look at your business. Oh. Why can't you just be happy for me? I am happy for you. And I'm happy for all the guys in the prawn bay. I'm just not happy for me. This is why I want to change our arrangement. So, Reisetasche ist voll. Desinfiziert das Wasser. Oh, das wäre natürlich noch besser als das. Batterien haben wir auch genug. Als das gefilterte Wasser. Nochmal Reisetasche und Batterie, richtig? Ja. Was ist denn in den Reisetaschen drin? Würde mich interessieren. Gefiltertes Wasser kann ich trinken. Das ist gar kein Problem. Da kann man das desinfizierte Wasser mitnehmen. Und hier den Tee nehmen wir mit. Altera Almosen. Mhm. Okay. Zumindest kein Hinweis auf die nächste. Auf den Code für die nächste Tür hier vorne. Kabine 4 waren wir. Gehen wir hier weiter. Kabine 5, müssen wir da mal gucken, ob wir die freigeräumt kriegen. Da brennt es noch ein bisschen. Gut, passt. So, was haben wir hier? Desinfiziertes Wasser haben wir. Noch ein Poster. So viele Poster. Noch eine Reisetasche. Hier steht wieder Vorrat leer dran. Hm. Medikit. Gut, brauchen wir gerade nicht. Und das ist auch nichts. Gut, brauchen wir hier. Gib mir mal die komische Kanone. Schubkanone. Und jetzt könnte ich da die leere Batterie rausschmeißen. Und stattdessen eine volle Batterie mitnehmen. Perfekt. So. Okay, hier kann ich nichts greifen. Mach das mal auf der 3 und den Scanner wieder auf der 2. Gut, hier gab es nichts zu holen. Ach, siehst du, da können wir gleich mal die Batterie. Kann ich die eigentlich jederzeit auswechseln? Ja, passt. Dann kann ich die leere Batterie auch wegwerfen. Ich weiß, dass man die Batterien laden kann. Das haben wir ja schon festgestellt. Da kann ich noch irgendwo eine Batterie rum. Titan, okay. Das ist die leere Batterie. Das ist die andere leere. Desinfiziertes Wasser. Wobei, genau, ich habe eigentlich genug Batterien. Dann nehme das Wasser mit. Oder das Poster. Poster ist keins mehr da. Gut, gut, gut. Wir haben aber noch, immer noch keinen Plan, wie wir hier rauskommen jetzt. Ach, Reisetasche kann man nie mitnehmen. Und die Reisetasche ist aber leer. Ah, jetzt habe ich das Prinzip verstanden. Hier ist eine Batterie noch, eine volle offensichtlich. Ist auch leer. Hm. Gut, wir haben keinen Hinweis gekriegt, wie wir die letzte Tür aufkriegen, was sehr schlecht ist, weil ich schon ein bisschen gedacht habe, dass man ja auch irgendwo wieder raus muss und die bauen uns doch nicht eine Konsole hin, wenn man es am Ende nicht aufkriegt. Haben sie aber gemacht. Den Feuerlöscher, gib mir den nochmal. Ach so, Feuerlöscher.
Dann kannst du den nämlich auch rausschmeißen. Schon wieder ein Platz. Ja, aber die Türen kriegst du nie auf. Das ist der leere Feuerlöscher. Das ist die Kantine. Und der Vorratsraum. Gut. Diese Kabine 1 ist noch ein bisschen ein Mysterium für mich. Da können wir gerade nichts anfangen mit. Auch Vorrat leer, okay. Was ich sehr schade finde. Und hier kommen wir im Moment auch nicht weiter. Gut, wir brauchen insgesamt einen Ausweg. Da müssen wir gucken, ob wir dort vorne in dem Wasser am Krebsdeck rauskommen. Tja. Aber wir haben keine weiteren Hinweise aktuell. Frachtraumzugangscode. Sicherheitskonsole des Kapitäns, die haben wir gemacht. Und Laborzugang haben wir gemacht. Ja. Können wir die aufschneiden mit dem Laserschneider? Ne, hier, Inventar. Laserschneider. Ne. Gut, dann nie. Versuch was wert. Was hat man auf der zweiten Scanner? Na gut. Kann man die Konsole scannen? Ne. Na gut, ihr seht, ich bin ein bisschen planlos, aber auch das gehört zum Spiel dazu. Hier können wir noch ein bisschen mit dem Feuerlöscher spielen. Ich denke nicht, dass hier irgendwo noch ein PDA dazwischen liegt. Wir können ja mal... Ja. Hey, geh aus. Feuer. Geh aus. Jetzt ist aus. Gut, den Rest heben wir uns mal auf, falls wir den Feuerlöscher noch mal irgendwo brauchen. Hier gibt es nichts zu scannen. Passt ja auch im Prinzip alles schon. Ja, nö, dann müssen wir mal gucken, wie es hier draußen weitergeht. Mal gucken, ob wir da hinten die Dinger scannen können. Weil wir den Krebsanzug haben wir noch nicht, ne? Wir haben... Oder kann man den vielleicht gar nicht bauen? Doch, hier Krebs, 1 von 4. Ah, da müssen wir mal sehen. Ah, siehst du, von hier kann man scannen. Sehr schön. 2 von 4. Aha. Dann ist wahrscheinlich einer von denen dort noch. Ne, versuch mal. Hier hochzukommen. Ach, ist das hagelig. Krabum. So, da hängt noch einer und da im Feuer ist auch noch einer. Ich gucke mal, ob ich an den irgendwie rankomme. Ja, da war es gerade, genau. Perfekt. New Blueprint acquired. Sehr schön, Krebs. Da brauchen wir Blaststahlbarren, Aerogel. Okay,
kriegt man Aerogel her. Emailliertes Glas, Diamant, Blei. Das ist schon eine ganze Menge, ne? An emailliertes Glas, Blaststahlbahn. Was ist das? Polyanilin, hochleitfähiges Polymer. Wofür braucht man das? Haben wir da schon eine Verwendung? Nein. Aber wir haben noch eine ganze Menge zu tun, Leute. Da wird uns nicht langweilig werden. Und wir müssen vor allen Dingen am Ende irgendwie aus diesem Wrack hier, der fragte Aurora, wieder raus. Wird noch spannend werden. Ja, hier hat's begonnen, hier hat's geendet. Zumindest trifft das auf die heutige Folge zu. Ich würde sagen, ich verabschiede mich, bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.